Am Dienstag werden einige bedeutende Pressemitteilungen veröffentlicht. Bleiben Sie dran, um mehr zu erfahren. Dies ist der Wirtschaftskalender. Die japanischen Märkte werden am letzten Tag des viertägigen Wochenendes noch geschlossen sein, doch der Rest der Welt kehrt zurück. Die Daten zum Schweizer Einkaufsmanager-Index für Dezember stehen um 8.30 Uhr an. Der Index stieg in den vergangenen 3 Monaten und befindet sich nun auf dem höchsten Niveau in mehr als 2 Jahren. Die Daten zum deutschen Arbeitsmarktbericht für Dezember folgen um 8.55 Uhr. Die Arbeitslosenquote sank im November unter die bereits niedrige Oktoberlesung von 4,2%. Die britischen Daten zum Industrie-EMI für Dezember werden um 9:30 Uhr veröffentlicht. Der Index verlor 0,8 Punkte im November, bleibt aber dennoch gut im positiven Bereich. Eine sehr erwartete Pressemitteilung erscheint um 1 und es sind die deutschen vorläufigen Daten zum Konsumpreisindex für Dezember. Die jährliche Inflation lag in den letzten 2 Monaten bei 0,8%, aber diese Freigabe könnte einen Anstieg zeigen, und zwar aufgrund höherer Energiepreise. Die bedeutenden Daten zum amerikanischen ISM-Industrie-EMI für Dezember folgen um 3. Der Index überraschte mit einem Anstieg im November, bei dem ein 5-Monats-Hoch erreicht wurde. Und die Daten zu den US-Bauausgaben für November werden zur gleichen Zeit veröffentlicht. Nach 2 rückläufigen Monaten blieben die Ausgaben im Oktober unverändert. Mein Name ist Celeste Skinner. Das war der Wirtschaftskalender für Dienstag, den 3. Januar. Ich bedanke mich für das Zusehen und schalten Sie morgen wieder ein.